Hallo, hier ist wieder der Ronny von Kiron Light Components und ich möchte euch in zwei kurzen Videos erklären. Im ersten Video, wie man ein Solarmodul an den Mikrowechselrichter anschließt, und im zweiten Video möchte ich euch erklären, wie man den Wechselrichter an das Hausnetz anschließt. Wir beginnen hier im ersten Video mit dem Anschluss der Solarmodule an ein Mikrowechselrichter. Wir haben im Programm verschiedene Mikrowechselrichter und die größeren Mikrowechselrichter haben 1000, 1200 oder 1500 Watt Leistung und haben seitlich jeweils 1, 2, 3, 4 Anschlüsse für Solarmodule. Jeder Anschluss hat bei diesem Gerät einen bestimmten Eingangsspannungsbereich und der ist so ausgelegt, dass in der Regel ein einziges Modul ausreicht, um diesen Bereich zu erfüllen. Dieses Gerät hat bis maximal zum Beispiel 470 Watt Anschluss an einem Anschluss. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Solarmodul habt, ein PV-Modul, dann würdet ihr dieses ein PV-Modul an den Anschluss 1 anschließen. So. Und wenn ihr jetzt ein zweites habt, könnt ihr das hier anschließen oder auch auf der anderen Seite anschließen. Das spielt prinzipiell erstmal überhaupt keine Rolle. Bei vier Modulen ist es auch klar, dass man alle vier belegt. Eine kleine Besonderheit gibt es noch zu beachten. Bei dem 1500 Watt Gerät zum Beispiel mit vier Anschlüsse haben wir zwei Wechselrichter innen drin mit jeweils 750 Watt. Wenn ihr also die maximale Leistung rausholen wollt, dann schließt ihr ein Modul dahin. Wenn ihr zwei Module habt und die maximale Leistung rausholen wollt, schließt ihr ein Modul hier an und das andere hier. Somit ist keine Begrenzung auf 750 Watt und wenn die Sonne mal stärker scheint, dann würden die maximale Leistung verarbeitet werden. Wenn ihr eine Begrenzung von 750 Watt haben wollt bei zwei Module, dann schließt das nur auf einer Seite an, dann wird die Leistung auf einer Seite begrenzt auf 750 Watt. Das war der erste Teil des Videos, Anschluss von PV-Solarmodulen.